sind große Investitionen, die wir machen. Guten Morgen miteinander. Noch einmal herzlich willkommen in der Grace Life Church. Wir beten zusammen für diesen Gottesdienst. Vater, wir danken dir für deine wunderbare Gegenwart. Wir danken dir, dass wir Jesus Christus, den Sohn Gottes, ehren. Heute an diesem Palmsonntag. Ja, wir danken dir, Herr Jesus, dass wir ebenso laut jubeln und uns freuen, wie damals das Volk sich gefreut hat, als du auf dem Füllen in Jerusalem einrittst und Prophetie erfüllt hast, die im Sacharja steht. Ja, Vater, wir danken dir, dass wir ein Herz haben für dich und dass du heute uns stärkst und uns segnest mit einem wunderbaren Wort. Wir danken dir von ganzem Herzen. Amen. Falls du ja unseren Status ab und zu anschaust, habe ich gestern noch einen ganz anderen Titel drin gehabt, die ganze Zeit bis heute Morgen. Ich habe jetzt doch den Status noch auch noch mal aufgeschaltet, um den anderen Titel reinzutun. Aber spielt eigentlich keine Rolle. Es geht auch in das hinein, in unaussprechliche, herrliche Freude. Ihr schaut mich an. Ja, es ist halt so, man muss viel Zeit haben und hören, wenn man im Reich Gottes arbeitet. Glory, Halleluja. Wir wollen heute einfach diese Serie über Faith, Glaube, abschließen. Das waren jetzt vier. Eigentlich hört ja das Thema sowieso gar nie auf, weil alles ist durch den Glauben. Alles ist durch den Glauben. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen, heißt es. Egal was wir tun, Glauben ist Glaube und Glaube ist nicht sichtbar. Glaube ist auf das Wort Gottes gegründet und es ist nicht im Sichtbaren, wenn ich es sehe, muss ich nicht mehr dafür glauben. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir haben wohl ein geistiges Auge und das ist so super, dass wir es uns vorstellen können. Das Wort Gottes gibt uns ja Gründe, dass wir... Es macht alles, der Geist Gottes macht das Wort lebendig. Amen. Weil das Wort ist Geist und Leben. Und wir dürfen uns vorstellen, wie unsere Lieben errettet werden. Amen. Vielleicht sehen wir es noch nicht. Es ist absolut Gottes Wille, dass sie errettet werden. Sie sind in unserem Haus. Du und dein Haus, heißt es. Und dafür glauben wir. Und für vieles mehr, oft ist einfach im Moment noch nicht sichtbar auch Heilung. Und trotzdem, wie ich vorher gesagt habe, wir weisen alles zurück, was nicht mit dem Wort übereinstimmt. Und zwar zurückweisen heißt wirklich zurückweisen. Es muss dir wirklich immer so vorstellen, wie wenn jemand Böses an deine Haustür kommt und du nicht aufmachst und mit ihm diskutierst und weiß ich was. Mit Krankheit kann man nicht diskutieren. Krankheit muss man wegweisen. Und so weiter. Alles, was der Feind uns Böses tut, musst du wegweisen. Wegweisen. Nicht nur beten. Herr macht das, Herr macht jenes. Das hat Jesus nicht gesagt. Jesus hat gesagt, du musst ihm widerstehen. Dann flieht er von dir. Keine Diskussion, versteht ihr? Ein unartiges Kind muss man erziehen und nicht diskutieren. Zum Beispiel, obwohl unartige Kinder sind niemals so schlimm wie der Feind. Weil schlussendlich wissen wir, was uns der Herr alles Gutes getan hat. Er hat sein Leben gegeben, damit wir heil sein können, damit wir Freude haben können, damit wir Frieden haben können. Das hat sein Leben gekostet. Das ist so gewaltig, dieser Preis. Und ganz speziell jetzt, wo wir in die Karwoche hineingehen, dürfen wir, es ist so schön übrigens, dass man die Passionsgeschichte liest zu dieser Zeit. Mir tut das immer gut. Die kommt ja in den Evangelien vor, dass ihr die lest von A bis Z in den vier Evangelien. Das ist etwas ganz Wunderbares. Nächsten Sonntag ist Ostern. Bringt Leute mit.
Das wäre schön. Das wäre schön. Wir machen ein Apero unten. Am besten, der Grund werde ich nachher erklären, warum nicht oben. Gut. Also, jetzt diesen neuen Titel, der passt viel besser zu der Botschaft, die mir eben gestern der Herr, das heißt, die Botschaft hatte ich schon im Herzen, aber da war eine gewisse Betonung gekommen, wo ich merkte, ich muss den Titel wechseln. Darum heißt er jetzt viel lieben. Was heißt das, viel lieben? Ich werde es gleich herausfinden, weil es ist etwas, was Jesus gesagt hat. Okay? Sonst würde ich, glaube ich, das nicht so schreiben, aber er hat es so gesagt. Und wir wollen herausfinden, wieso Jesus das sagt. Genau. Wir lesen dazu die ganz bekannte Geschichte im Lukas 7 und wir lesen sie jetzt mal zuerst von A bis Z. Es ist etwas lang, aber ihr folgt mir einfach. Es ist einfach zu verstehen. Okay, gut. Lukas 7, 36 bis 50. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen, also mit Jesus zu essen. Und Jesus ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Stopp. Zu Tisch setzen zu dieser Zeit heißt am Boden liegen, okay? Am Boden liegen mit einer Hand aufgestützt, Ellbogen aufgestützt auf dem Boden und sie aßen am Boden, da waren nicht Stühle. Also alles so Tischchen mit Stühle und so. Es war anders zu dieser Zeit, recline, also am Boden, so einfach alle, ja genau, die Füße nach hinten. Es ist würdet ihr lieber so essen? Ich auch nicht. Okay, jetzt, und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Eine Sünderin, also alle Theologen sind sich da einig, dass Sünderin wirklich Prostituierte gemeint ist damit. Okay. Als sie hörte, dass er, also Jesus, in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salbeöl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen. Jetzt könnt ihr euch auch besser vorstellen, weshalb das möglich ist. Hinten zu seinen Füßen. Weinte. Und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Schon sehr speziell. Jesus ließ es geschehen. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Hört ihr diesen religiösen Geist heraus? Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, er heißt Simon, dieser Pharisäer: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach: Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Übrigens, ein Denar, griechisch ein Drachme, ist ein Tageslohn zu dieser Zeit. Also 50 Tage, ja, Tageslohn wäre jetzt das. 500 Denare wären mehr als ein Jahr, oder? Dann für anderthalb Jahre circa. Also der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es ihnen. Sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Frage, am meisten lieben, ja. Simon aber antwortete und sprach: Ich vermute, der, dem er am meisten geschenkt hat. Und Jesus sprach zu ihm: Du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, also Jesus wandte sich zu der Frau, sprach er zu Simons: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen.
Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Jetzt kommt dieser ganz wichtige Ausspruch. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Das ist diese Geschichte. Und da steckt so viel drin. Wir müssen herausfinden, weshalb diese Frau so sehr Jesus liebt. Weil das ist ein Zeichen der totalen Liebe, ihr müsst euch vorstellen. Sie dringt in diesen Raum ein als einzige Frau, dort sind diese Pharisäer, dort ist Jesus jetzt zu Gast. Sie kommt einfach, sie hat nicht gefragt, darf ich jetzt da mit Jesus sprechen und so weiter. Sie geht einfach. Wieso ist sie so mutig? Wieso ist sie so extravagant? Wieso kommt sie einfach? Was ist geschehen mit ihr? Wir haben schon Erklärungen, und zwar geht es um die Zeitformen. Wenn wir noch mal auf Folie 3 schauen, wo steht, deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden. Nein? Sie beginnt mit Vers 7, ja genau. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Also wichtig zu verstehen ist nicht, weil sie Jesu Füße gesalbt und geküsst und mit ihren Händen, mit ihren Haaren getrocknet hat, dass wegen dem ihre Sünden vergeben worden sind. Ihre Sünden sind schon vergeben gewesen. Die waren vergeben worden vorher. Anscheinend, es ist gar nicht anders möglich, traf sie Jesus draußen irgendwann mal. Auf der Straße. Versteht ihr? Weil das die Zeitform ist, das, was man nennt, das, die vollendete Vergangenheit im Deutsch. Der Perfekt, es ist abgeschlossen. Es ist abgeschlossen. Sie wurden ihr schon vergeben vorher. Weil es ist nicht durch unser Gutsein, unsere Werke, dass wir Vergebung bei Jesus erfahren. Es ist durch den Glauben, dass wir es annehmen. Amen. Es ist nicht durch Werke. Es ist durch den Glauben. Amen. Amen. Das vollbrachte Werk ist schon geschehen. Jetzt, das war am Kreuz. Das war vor dem Kreuz, wollte ich sagen. Das war vor dem Kreuz. Aber Jesus hat viele seiner Taten vollbracht. Heilung, Zeichen, Wunder, die gar nicht unbedingt in diese noch vor dem Kreuz hineingepasst haben. Aber er ist der Gott von gestern, heute und alle Ewigkeit. Es war wie ein Übergang, fließend ins Neue Testament, in den neuen Bund hinein. Amen, ins vollbrachte Werk. Aber er hat sich so offenbart und er hat auch natürlich Prophetien erfüllt, die über den Messias geschrieben sind im ganzen Alten Testament, wo geschrieben steht, wenn der Messias kommt, wird er ein Aussätzige heilen. Das war nicht möglich im Alten Bund. Es gibt niemanden, der geheilt wurde im Alten Bund vom Aussatz. Es gibt es nicht. Obwohl sie hatten das Gesetz, wenn einer geheilt wird, was sie dann tun müssen, eben zum Priester gehen und die Heilung bestätigen lassen und so weiter. Wir sehen keine Begebenheit im Alten Testament, im Alten Bund, wo jemals ein Aussätziger geheilt wurde oder einem Blinden die Augen geöffnet wurden und so weiter. Dies war für den Messias reserviert und darum hat er diese Wunder und Zeichen auch vollbracht, um Prophetien zu erfüllen, damit das Volk, das Israel, also die Juden, vor allem die Pharisäer, die Gelehrten, sie haben es gesehen, dass er der Messias ist. Aber sie wollten ihn nicht annehmen. Sie wollten nicht an ihn glauben. Versteht ihr? Sie haben es offensichtlich gesehen, weil er hat,
Er hat alles erfüllt, was über ihn steht. Immer wieder im neuen Bund sehen wir, dass steht, dass damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja zum Beispiel geschehen wird. Er hat unsere Krankheiten weggenommen und die Gebrechen getragen, oder die Gebrechen weggenommen und die Krankheiten getragen. Matthäus 8, Vers 17 zum Beispiel, damit erfüllt würde, was durch den Propheten steht. Immer wieder kommt das. Jesus hat diese Frau vergeben. Und aufgrund dieser Vergebung kam sie aus Dankbarkeit und Liebe und hat so Mut gehabt, dort in diesen Raum hineinzugehen, einfach von hinten seine Füße zu berühren, zu weinen, zu danken, zu salben, mit den Haaren die Füße zu trocknen. Wir können uns schon vorstellen, dass für die Religiösen das wirklich gar nicht ging. Die haben das nicht verstanden. Okay? Aber Jesus hat es zugelassen. Jesus hat es zugelassen. Halleluja. Und eben er sagt, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Diese Art von Menschen, jede Sünde ist Sünde. Sünde ist Sünde, Sünde ist nicht okay. Sünde macht uns kaputt. Versteht ihr? Wenn wir drin verharren, wenn wir nicht bewusst sind, wenn wir einfach, vor allem als Christ, das geht gar nicht. Wir sollen ein heiliges Leben führen. Unser ganzes Benehmen sollte so sein, dass die Menschen in der Welt sehen, dass wir anders sind. Wir sprechen anders, wir fluchen nicht zum Beispiel. Ja, oder jene, die erst gerade neu geboren werden, neu sind, die haben vielleicht noch die alte Sprache und nachher wird es eine Zeit brauchen, bis sie nicht mehr so sprechen oder so. Aber wenn Christen in einem Lebensstil von, sagen wir jetzt, Prostitution oder Ehebruch verwickelt sind, gibt es natürlich nur eins, Buße tun, das heißt umkehren, umkehren von diesem Lebensstil. Jesus setzt frei, Jesus setzt frei, aber diese Menschen dürfen wissen, ihnen hat Jesus schon vergeben. Und das löst diese Dankbarkeit aus und auch, dass wir nachher diesen Lebensstil gar nicht mehr brauchen. Versteht ihr? Weil es gibt kein schlimmeres Leben für Menschen, auch Ungläubige wahrscheinlich, außer sie sind so lange schon dort drin, dass sie, was die Bibel nennt, wie ein Herz haben mit einer, wie sagt man dem, so ein hartes Herz, wo wie eine Kruste drüber, dass sie gar nicht mehr ein Gewissen haben, oder? Aber ich meine, diese Frau, die wollte sicher frei werden, aber konnte nicht, weil es geht ja gar nicht in der Welt, einfach sagen, ich gehöre halt zu einem Psychologen, der Psychologe sagt sowieso, alles, was sie für gut finden, das sollen sie tun. Das sagt die Psychologie. Das ist gar nicht gut, was die Psychologie sagt. Aber nur so Menschen gehen zu Psychiatern und Psychologen, die werden sie gehätschelt und können stundenlang von ihren Problemen erzählen. Der sitzt einfach dort und hört an und am Schluss sagt, ja, wenn es für sie stimmt. Genau. Aber eigentlich im tiefsten Innern ist diese Frau oder die Art von Menschen, die verwickelt sind so in Sünde, sie sind eigentlich sehr beschämt, sie sind sehr enttäuscht, sie sind unbeliebt, sie sind eigentlich eine Art ausgestoßen, sie kommen sich überflüssig vor, minderwertig, bedeutungslos, vergessen, ausgestoßen, schon gesagt, entmutigt, ohne Hoffnung, keine Vision, lustlos, durch die immer wiederkehrenden gleichen Abläufe, die Spirale, die immer wieder zu Enttäuschung führt. Das ist doch einfach so. Weil ein solcher Lebensstil macht einen krank und macht einen kaputt. Aber die Frau hat Jesus getroffen und hat erfahren, ich habe dir vergeben. Da gibt es auch die andere Geschichte, wo eine Sünderin, eine Ehebrecherin vor Jesus
geschleppt wurde von den Religiösen und angeklagt. Und als dann Jesus eben diese Ankläger eine Art entblößt hat und gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Weil damals war die Todesstrafe Steinigung und eine Ehebrecherin hätte gesteint werden sollen. Und die Religiösen fragten Jesus, so, was machst du jetzt mit dir? Der hat Ehebruch begangen. Jesus hat nichts gesagt, hat auf den Boden geschrieben. Und er stand dann auf und hat sie angeschaut und gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann waren die so beschämt, sind alle weggegangen. Amen. Und dann fragte die Frau, wo sind deine Ankläger? Und sie sagte, sie sind weg. Und Jesus sagt, ich klage dich auch nicht an. Ich verdamme dich auch nicht. Geh hin in Frieden und sündige hinfort nicht mehr. Seht ihr da den Ablauf wiederum? Zuerst die Vergebung, zuerst die Annahme von Jesus. Ich verdamme dich auch nicht. Und das hat dir Kraft gegeben, um nachher nicht mehr zu sündigen. Und nicht, ich darf nicht mehr sündigen, wenn ich dann schön brav bin, dann sagt dann der Herr, gut gemacht. Jetzt bist du gesegnet. Beim Herrn ist es anders, wir dürfen zuerst Vergebung erfahren. Zuerst dürfen wir sein Wort kennenlernen. Keine einzige Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Keine einzige. Es gibt nun, es gibt jetzt im Neuen Bund keine einzige Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das löst doch unsere Dankbarkeit aus. Ich überlege mir gerade, ob ich auch wie diese Frau, wenn ich wüsste, Jesus ist da in der Nähe, in einem religiösen Ort und so weiter, man hat ihn eingeladen dort bei den Pharisäern, ob ich das auch machen würde. Oh, danke, dass wir das jetzt nicht gerade entscheiden müssen, ob wir das machen würden. Aber ist schon sehr speziell, aber ich glaube, was es einfach soll bedeuten für uns, ist, wir dürfen mutig sein für den Herrn. Wir können so mutig sein, weil wir frei geworden sind. Wir sind nicht mehr verpflichtet, das Gesetz zu halten. Wir dürfen vom Heiligen Geist geführt sein und das Wort halten, weil wir ihn lieben. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Weißt du, jetzt kannst du natürlich sagen, es steht tatsächlich dort, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Das heißt, könnte heißen, diese Frau, ja, die war halt eine Prostituierte und ihr wurde es bewusst, wie viel ihr vergeben worden ist, darum liebt sie jetzt viel. Aber das ist nicht das, was der Herr uns damit sagen will. Wir sollen eine Offenbarung bekommen von wir alle, uns allen wurde sehr, sehr viel vergeben. Nicht den einen nur ein bisschen, weil Sünde ist Sünde. Sünde ist Sünde. Nicht, ich bin eigentlich ein guter Mensch gewesen, ich war ein guter Mensch vorher und ja, oder man trifft ja diese Meinung oft, wenn man mit Menschen spricht, die man nicht kennt und dann fragt wegen dem Himmel, ob sie glauben, dass sie in den Himmel kommen, ob sie errettet sind, sagt, ja, ich denke schon, ich bin eigentlich kein schlechter Mensch. Hey, das hat nichts damit zu tun. Nichts damit zu tun. Ein Schwerverbrecher ist nicht in der Hölle, weil er ein Schwerverbrecher war. Er ist in der Hölle, weil er Jesus nicht angenommen hat. Das muss klar sein. Ein Hitler, das ist jetzt wirklich ein starkes Wort, das ich sage, ist nicht in der Hölle, weil er Hitler war. Er ist in der Hölle, weil er Jesus nicht angenommen hat. Auch für ihn wäre Raum gewesen für Buße, zum Umkehren und Anerkennen von Jesus Christus. Jesus hat am Kreuz
Diese beiden, einer wurde errettet, der andere nicht. Die Schächer am Kreuz, rechts und links von ihm wurden zwei gekreuzigt. Der eine. Der andere hatte ein Herz für Jesus, fragte, währenddem sie dort hingen. Hey, denk dann an mich, wenn du im Paradies bist. So ein, oder Herr hat er sogar gesagt. Also, Jesus sagt dann nur zu ihm, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Also es braucht so wenig, man spricht ja auch unter den Christen von Schächergnade. Wenn jemand sich nach einem schrecklichen Leben oder auch nicht schrecklichen Leben im allerletzten Moment vor dem Tod noch bekehrt, hat Gott dem Schächergnade gegeben. Es ist ein Wort, das halt die Christen erfunden haben, aber es will einfach damit sagen, hey, wir können im letzten Moment, wenn wir Jesus annehmen, ist es immer noch gültig. Sie kommen dann einfach in den Himmel ohne welche Belohnungen, versteht ihr? Aber sie sind im Himmel, wie das Feuer gerettet heißt im Korintherbrief. Halleluja! Oh, Gott ist einfach so gut. Halleluja! Also wichtig, wichtig zu verstehen, dir sind deine Sünden vergeben. Also im Vers 48 sehen wir das auch. Und er sprach zu ihr dann, nächste Folie. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Dir sind deine Sünden vergeben. Deshalb sind dir viele Sünden sind vergeben worden. Aber das ist, beides ist Perfect Tense, also vollendete Vergangenheit. Vergeben. Dir sind deine Sünden vergeben. Das bedeutet auch, dass sie niemals mehr in Erscheinung, also wie sagt man, einfach, es ist niemals mehr die Rede davon. Es ist geschehen. Sünden sind vergeben. Sünden sind vergeben. Halleluja. Thank you, Lord. Dein Glaube hat dich gerettet. Das Wort sowieso eben auch Heilung und so weiter hat dich heil gemacht, ganz gemacht, gerettet. Auch das ist absolut geschehen. Einmal. Gerettet kann man nicht. Ja, heute gerettet, morgen nicht mehr gerettet. Danke, Jesus. Also wir müssen eine Offenbarung haben von Vergebung. Ihr wurde vergeben. Und sie, diese Frau, hat realisiert, und hoffentlich wir auch, dass uns viel, nämlich alles, vergeben worden ist. Wir sagen ja immer, vergangene, gegenwärtige und zukünftige Sünden. Es ist alles durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus ist es geschehen. Halleluja. Halleluja, glory to God. Zu den Worten, die ich vorher erwähnt habe, dass sie eben diese Menschen, wie sie eigentlich ausgestoßen sind. Sie kommen sich überflüssig und wertlos vor. Das kann ich mir so gut vorstellen. Weil es ist alles so sinnlos, das Leben dann. Es ist so große Schande auf ihnen eigentlich, okay? Da gibt es einen wunderbaren Vers, Jesaja 50, Vers 6. Dort steht, prophetisch auf Jesus, auf das, was er am Kreuz getan hat, meinen Rücken bot ich denen dar, die mich schlugen. Und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Wir wissen, dass Jesus angespuckt wurde von diesen Römischen, die das eben vollzogen hatten, die Römer mit den Geißeln, mit dem Spott dort im Hof. Wir können uns das nicht vorstellen, was vor dem Kreuz schon abgelaufen ist. Er hat so viele Streiche bekommen, mit jedem Geißeln wurde Fleisch von seinem Rücken weggerissen, weil diese Geißeln hatten
am Ende von den Schnüren oder was es war, kleine Knochenstücke. Das heißt, wenn ein Geißelhieb kam, ist er tief ins Fleisch von Jesu Rücken gegangen und hat jedes Mal Fetzen von Fleisch weggerissen. Also er hatte einen offenen Rücken, Knochen waren sichtbar. Es geht alles ganz gegen das schöne religiöse Bildchen, die wir manchmal sehen. Das ist, er war nicht imstande, das Kreuz nachher zu tragen. Er war total geschwächt schon dort, während Stunden, wo er gespottet wurde, ihm ins Gesicht gespien wurde. Und dort hat er eben diese ganze Schande getragen. Könnt ihr euch vorstellen? Er hat dort die Schande, die Schmach auf sich genommen. Ein wunderbares Wort von Jesaja. Ein so wunderbares Wort und so präzise, weil das ist wirklich so geschehen. Das ist seine Liebe für uns. Das ist seine Liebe für uns. Diese Frau liebte ihn viel, weil ihr bewusst wurde, dass sie vergeben worden ist. Weil diese Menschen, wie uns ist es vielleicht, wenn wir uns bekehren, nicht so bewusst, weil wir vielleicht nicht so in einem Lebensstil drin sind. Aber wenn so ein Mensch wie Jesus auf jemand zugeht und ihr das sagt, deine Sünden sind dir vergeben, und sie mit liebevollem Blick anschaut, dann hat das einfach eine gewaltige Auswirkung. Es muss eine gehabt haben auf sie, dass sie eben gewagt hat zu kommen in diesen Raum, wo diese religiösen Leute waren, und das zu tun, was Jesus getan hat. Aber egal, wir haben dafür das Wort, sie hatte kein Wort. Wir haben die Bibel, wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Wir haben Offenbarungserkenntnis, Amen. Auch durch alles, was Jesus getan hat für uns. Und wir glauben es, dass uns, es ist ein Glaubensschritt, dass wir glauben, dass uns so viel vergeben worden ist. Und weißt du, das ist der Punkt, weshalb wir überhaupt evangelisieren auch, die Offenbarungserkenntnis. Meine Güte, die anderen dürfen noch das auch wissen, dass sie frei sind, dass Jesus ihnen vergeben hat. Und wir sind frei zu gehen. Wir sind frei zu gehen, Halleluja. Frei durch Jesus. Thank you, Lord. Für mich hat die ganze Geschichte eine wunderbare Parallele auch zu eben kommen, Jesu Füße salben, ihm Gutes tun, ihm danken. Wir, die wir wiedergeboren sind, die wir Jesus kennen, die wir mit ihm gehen, täglich unterwegs sind mit Jesus, wir lieben den Leib des Herrn. Sie hat seine Füße gesalbt. Weißt du, Jesus liebt den ganzen Leib Christi. Wir sind seine Geliebten. Und sie ging und salbte ihm die Füße. Diese Füße haben Jesus getragen draußen im Staub, draußen, wo sie war und sie gefunden dort. Halleluja. Gesalbte Füße, wie lieblich sind die Füße von denen, die das Evangelium verkünden. Wie lieblich sind die Füße auf dem Berg, heißt es im Jesaja. Unsere Füße sind liebliche Füße. Amen. Schlussendlich hat das diesen Mut für mich auch zu tun. Wir sind auch Spott und Schande eigentlich ausgesetzt, weil dieser Simon, heißt bei Zufall Simon, dieser Pharisäer, wer ist dieser, ist das überhaupt? Wenn er ein Prophet wäre, würde er ja wissen, wer diese Frau ist, haben wir gelesen.
alles, was wir tun für den Herrn, wird nicht von allen beklatscht und begutachtet, sondern wir sind auch gewissen Spott ausgesetzt. Und das ist einfach so. Ich sehe das ganz klar in dieser ganzen Geschichte auch. Und dass alles, was wir Gutes tun am Leib des Herrn, an unseren Geschwistern auch, dass das sehr honoriert und gesehen wird von unserem Herrn. Er liebt es, wenn wir einander dienen und einander Gutes tun. Thank you, Lord. Sie liebt viel. Wer viel liebt, dem wurde viel vergeben. Wer viel liebt, der ist sich bewusst, wie viel ihm vergeben worden ist. Oder wer viel liebt, dem ist es bewusst, wie viel ihm vergeben worden ist. Wir können das Ausmaß wahrscheinlich nie wirklich ermessen. Habe ich dort die Stelle von... Ja, 1. Korinther 2,9. Weil da hat so eine Belohnung dabei in dem Ganzen. Wir haben von Belohnung gesprochen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Letzten Sonntag. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist. Und dass er ein Belohner ist von denen, die ihn von ganzem Herzen suchen. Und diese Stelle da, 1. Korinther 2,9, die ist so gewaltig, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Hat Gott uns geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen der Gottheit. Was kein Auge, ist eigentlich aus dem Alten Testament ein Zitat, was kein Auge gesehen, keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, was Gott uns bereitet hat, die ihn lieben. Das Thema ist ihn lieben, viel lieben. Ich weiß, wir haben als Grace Church viel, viel Betonung. Das ist auch richtig, dass wir die Betonung legen auf von Gott geliebt sein. Wissen, wie sehr uns liebt. Okay? Wissen, wie sehr. Aber diese Frau auf der Straße, die hat gemerkt, dass sie geliebt ist, weil ihr wurde vergeben. Welche größere Liebe kann der Herr schenken, als dass wir einfach wissen, uns wurde vergeben? Vergebung ist überhaupt das Hauptthema am Kreuz. Das Hauptthema. Halleluja. 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 Im 1. Johannes 4, Vers 16, wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Aber 1. Johannes 4, 19, also Vers 19, ist eigentlich der springende Punkt. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Die Liebe ist einfach unser Markenzeichen. Liebe alle. Lieben natürlich den Herrn zuerst, heißt es. Versteht ihr, es ist nicht mehr für uns ein Gebot. Es ist für uns natürlich. Also diese Frau musste man sicher nicht sagen, weißt du was, du musst jetzt den Herrn lieben. Musst du, wenn du verliebt bist in eine Person, musst du dieser Person sagen, du musst jetzt aber mich lieben. Ja, wie geht das? Was mache ich jetzt? Wenn jemand verliebt ist, wenn jemand Jesus liebt, dann müssen wir nicht fragen, was muss ich jetzt tun? Aber Jesus sagt, ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe, damit die anderen sehen, dass ihr meine Jünger seid. Er ist das Beispiel. Weißt du, ich stelle mir das so vor, wenn wir mit Menschen sprechen, haben wir einfach ein vergebendes Herz. Wir klagen sie auch nicht an.
wir spüren dann vom Heiligen Geist her, wie wir ihnen dienen können. Vielleicht müssen wir einfach für sie beten, vielleicht diesen Abschnitt lesen, vielleicht ihnen helfen, dass sie sich selber vergeben können. Weil das ist ein großer Teil der Vergebung, nicht nur anderen vergeben, sondern sich selber vergeben. Das ist so wichtig, dass wir eben, aber es hat mit der Offenbarungserkenntnis zu tun, dass wir frei sind von Sünde. Wir sind frei von Sünde. Halleluja! Halleluja! Zum Abschluss Römer 4, weil das ist ein Thema, alles, das man nie ändern kann. Das ist so ein schönes Thema. Halleluja, Römer 4, Vers 8. Gesegnet oder glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Ich habe den Vers jahrelang nicht gesehen, obwohl er immer da stand und ich x-mal die Bibel durchgelesen habe. Ich habe dann einfach bis noch vor 10 Jahren, bis ich gewisse Korrekturen vorgenommen habe, betreffs der Grace Message, gewisse Passagen, die mir der Herr einfach durch die ganze, eben die Grace Message neu aufgegangen ist, wegen Sündenvergebung, wegen ewigem Heil und so weiter. Aber diese Stelle, dass es kein Sündenkonto gibt und dass der Herr nicht einmal die Sünde anrechnet, zurechnet, David im Psalm 32 ist es, soviel ich weiß, Psalm 32 hat das prophezeit schon. Hat er nicht erlebt? Gott hat ihm sehr wohl Sünde angerechnet. Sehr wohl Sünde angerechnet, weil er unter dem Gesetz, er war im alten Bund, David, als er diesen Mord und Ehebruch beging und nachher, Prophet Nathan kam vorbei und hat ihm dann offenbart, dass Gott ihn strafen wird und hat dann aussuchen können von 3 verschiedenen Strafen. Aber Gott musste strafen. Sünde musste bestraft werden im Alten Testament. Im Neuen hat Jesus alle Strafe auf sich genommen. Heieiei, das ist vielleicht etwas. Gott hat kein Anrecht mehr, uns zu strafen. Er wird es nie tun, weil Jesus wurde schon bestraft. Also die Christen, die glauben, dass Gott straft, die kennen das Neue Testament nicht, die kennen den Neuen Bund nicht. Weil das ist etwas vom Allerwichtigsten, dass wir in Bezug auf Vergebung klar Jesus sehen, seine Liebe zu uns. Amen, zu allen Menschen. Jeder kann zu Jesus kommen. Diese Sünderin, er hat sie einfach draußen getroffen und hat ihr, wahrscheinlich gab es ein Gespräch, aber er war ja immer unterwegs, Jesus. Er war immer unterwegs mit den Jüngern und übrigens auch mit Frauen. Gleich nach dem 7, Kapitel 7 hier, wo wir gelesen haben, wenn es mich nicht ganz fest irre, das war ja im Lukas 7, diese Geschichte. Amen. Halleluja. Dann geht's weiter. Und es begab sich hernach, dass er durch Städte und Dörfer reiste, wobei er predigte und das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte und die 12 waren mit ihm und etliche Frauen, Halleluja, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Maria genannt Magdalena, von welcher 7 Teufel ausgefahren waren, und Johanna, das Weib Chusas, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, welche ihnen dienten mit ihrer Habe. Und wahrscheinlich war die Frau auch gerade noch dabei. Das ist gleich anschließend. Amen. Halleluja, ich finde das mega. Lass uns aufstehen, wir wollen beten. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Halleluja, ich bin begeistert über dein Wort, Jesus, dass du immer uns neue Sachen offenbarst von deiner Liebe, von deiner Vergebung, von deiner Größe. Herr, wir dürfen einfach, das heißt, wir dürfen mit
mit Kühnheit zum Gnadenthron kommen vor dich. Du hast den Weg aufgemacht. Du bist der neue, lebendige Weg zum Vater. Jesus, ich danke dir jetzt, dass wir die Gesegneten sind, weil wir an dich glauben. An dich glauben. Es ist nur durch den Glauben, Jesus, wir glauben an Vergebung. Du hast uns vergeben und du wirst keine Sünde mehr anrechnen. Und diese Erkenntnis ist zu hoch und zu wunderbar, dass wir sie wirklich verstehen. Aber wir sind so berührt in unserem Herzen, dass wir wissen dürfen, Herr, Halleluja, dass wir nie mehr einfach sündigen wollen, obwohl wir ab und zu vielleicht sündigen, aber nicht absichtlich und nicht dein Lebensstil, weil wir diese Offenbarung haben von deiner Liebe und von deiner Vergebung. Und Vater, dass wir einfach so sind wie diese Frau, dass wir einfach wirklich zu dir ein ganz persönliches Liebesverhältnis haben. Wir danken dir jetzt, Herr, dass du unsere Herzen berührt hast während der Botschaft, dass du uns Gutes tun willst, jedem Einzelnen, die ganze Woche durch. Halleluja, soll dein Heiliger Geist fließen in unserem Leben, soll Freude fließen, Vergebung fließen, soll einfach deine Gnade fließen, Herr Jesus. Du bist Grace. Wir danken dir, Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Halleluja. Wenn du diese Botschaft gehört hast, dann fordere ich dich wirklich auf, gib dein Leben dem Herrn. Wenn du das noch nicht getan hast, es ist jeden Tag höchste Zeit, wir wissen nie, was morgen ist. Es kann zu spät sein morgen. Es soll auch keine Bedrohung sein, aber es ist eine ernsthafte Zeit und Gott gibt Gelegenheiten. Eine dieser Gelegenheiten ist heute. So fordere ich dich so sehr auf, wenn du die Botschaft gehört hast, dass du heute ernst machst, dass du heute dein Leben Jesus gibst. Diese Vergebung, diese Liebe annimmst, weil uns muss vergeben werden. Wir alle haben Schuld auf uns, wir alle haben diese Erblast auf uns. Wir gehören jemand anders, bevor wir Jesus gehören. Wir gehören dem Feind, obwohl wir es vielleicht gar nicht wissen. Dem wollen wir nicht mehr gehören, wir gehören ihm auch nicht. Wir gehören dem Herrn. Und das ist ein Familienwechsel. Amen. Du bist eine falsche Familie. Und dort ist die ganze Menschheit geboren worden drin, aber wir sind jetzt von der Familie Gottes. Und um in die Familie Gottes hineinzugehen, ist nur Jesus zuständig und es ist für alle Ewigkeit. Halleluja! Halleluja. Es ist nur durch den Glauben und es ist deine Entscheidung. Drum, Halleluja, ich bete für dich, wir beten für euch in Jesu Namen und ihr alle betet mit für zukünftige Brüder und Schwestern im Reich Gottes. Amen. Vater, wir kommen zu dir. Danke für deinen Sohn Jesus Christus, der am Kreuz für meine Sünden gestorben ist, der alle Sünden getragen hat, alle Schande, alle Schmach, jede Last, jeden Fluch, das ganze Gericht, die Strafe, alles hast du, Jesus, getragen, damit ich frei sein kann. Ich nehme heute deine Vergebung an. Und ich proklamiere, du bist mein Herr. Sei mein Herr, Jesus. Ich will von nun an mit dir gehen. Ich will dich kennenlernen. Und ich will täglich deine Liebe genießen. Amen. Amen. Wenn du das von Herzen getan hast, bist du von neuem geboren worden. Jesus sagt dem Nikodemus ganz klar, man muss von neuem geboren werden. Eine neue Familie. Unser Geist muss neu werden. Von nun an bist du ein Tempel des Heiligen Geistes und Jesus wohnt in dir. So ist das. Mega. Das Beste, was man je tun kann, weil die Folge davon ist ewiges Leben im Himmel mit Jesus. Diese paar Jährchen da auf der Erde,
die sind da, damit man sich entscheiden kann für Jesus, weil er hat jedem Menschen einen freien Willen gegeben. Und heute ist diese Gelegenheit. Drum herzlichen Glückwunsch, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, und sonst mach es bald, mach es bald. Wir wollen die ganze Gemeinde segnen. Wir segnen euch im Namen Jesus für eine Mega-Woche, für eine Heilig-Geist-Woche. Amen, wo ihr die Gnade Gottes erfahrt, wo ihr so begünstigt seid, so, Entschuldigung, machen wir es halt noch, wo ihr Gunst habt, überall wo ihr hingeht. Also im Psalm 5, Vers 13, dass der Gerechte ist umgeben mit Gunst wie mit einem Schild. Genau. Das hat der Herr für seine Geliebten vollbracht. Auch Gunst, dass wir Gunst haben. Dass du Weisheit hast, dass du Führung vom Heiligen Geist hast, die ganze Woche. Das bete ich. Amen. Es gibt kein besseres Leben als ein Leben mit unserem Herrn. Es ist nicht das Einfachste vielleicht, aber die Belohnungen sind jetzt schon. Die Belohnungen sind, ich meine, Jesus zu kennen, den Heiligen Geist haben als Führer, Leiter, als Berater, als Anwalt, als die Bibel zu kennen, sein Wort zu kennen. Um mit ihm zu gehen, was gibt es Höheres auf dieser Welt? Dass alles andere verblasst, wenn man mit dem Herrn geht. Und er wird auch dich wunderbar führen, Step by Step. Amen. Wir sind jetzt schon länger gläubig, aber darum ist ja die Familie Gottes riesengroß. Und wichtig ist, dass du eine Gemeinde brauchst, damit du gelehrt wirst, damit du andere Gläubige kennenlernst, und die Bibel ist immer voll mit zusammen und miteinander und so weiter, weil wir sind ja meistens eigentlich eben doch getrennt in der Woche, aber die Zusammenkünfte sind number one beim Herrn. Number one ist eine Priorität. Halleluja, wir wollen immer gemeinsam ihm die Ehre geben, und da ist Power drin, es ist wie eine Auftankstation. Genau. Gut, dann wünsche ich mir auch eine super gute Woche, und seid behütet und bewahrt von unserem wunderbaren Herrn. Amen und Amen. Amen.